In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man mit drei kleinen Helfern an verschiedenen Futterkorbmodellen das Steigverhalten vom Gewässergrund sowie das Auflösungsverhalten des Futters verändern kann. Mehr dazu nach dem Trailer. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Schlöge. Meine Passion ist modernes Friedfischangeln pur. Wer gerne mehr solche Filme sehen möchte, kann gerne meinen Kanal gratis abonnieren und anschließend das Glockensymbol drücken und ist stets up to date. Angenommen, ihr habt einen Maschenkorb aus Edelstahl im Einsatz und kommt mit eurem Hakenköder nicht auf den Gewässergrund runter, weil bereits in der Absinkphase von nervenden kleinen Fischen attackiert wird. Die freigegebenen Partikel über dem Gewässerboden aktivieren nun mal die kleinen Silberlinge und du hast kaum eine Chance, an die großen zu kommen. Das heißt nochmal im Klartext, du möchtest das gesamte Futter runter transportieren. Es soll sich erst auf dem Gewässerboden auflösen. Ganz klar, die 8 mm weiten Edelstahlmaschen haben die Funktion, dass das Futter gegenüber den geschlossenen Körben oder ganz engmaschigen Modellen schneller aus dem Korb ausgespült wird. Das kann sich aber unter gewissen Umständen, wie im obigen Beispiel beschrieben, kontraproduktiv auswirken. Auch im nächstfolgenden Beispiel in schnellen, tiefen Gewässern, wo man gerne 100% des Futters oder gar die Lebendköder auf den Grund transportieren möchte, gerade dort gehen bereits in der Absinkphase ungewollt die Partikel oder Lebendköder verloren und treiben vom Futterplatz weg. Oder das letzte Beispiel, ihr bleibt beim Drill an der Kante hängen und verliert die Fische oder gar die Montage. Es gibt für mich nun zwei Möglichkeiten, dies zu beheben. Ich tausche das Edelstahlmodell gegen einen geschlossenen Kunststoffkorb aus. Das Problem ist jetzt nun gelöst. Die geschlossenen Körben steigen viel besser vom Grund empor und auch das Futter wird besser auf den Grund runtertransportiert. Der Nachteil gerade in der schnellen Strömung wohlgemerkt ist, dass die schweren Grammaturen auf den Angelmarkt so gut wie nicht erhältlich sind. Und da habe ich einen simplen Trick für euch parat. Ich behelfe mir mit Klebeband, wie es zum Isolieren oder zum Abdichten benutzt wird. Ich wickle es einfach um den Korb herum. Auch wenn, wie ihr seht, der Bleischlitten eingeklebt wird. Das Futter geht jetzt wie gewünscht viel langsamer aus dem Korb heraus. Ich kann den Korb komplett abkleben, wie hier zu sehen ist, oder auch nur mittig, wie ich es mir einfach wünsche. Nebenbei bemerkt, besitzt er nun ein besseres Steigverhalten durch den Düseneffekt und du kommst nun über die fiesen Hänger mitsamt Fisch besser herüber. Im nächsten Beispiel beschreibe ich den umgekehrten Fall. Mein geschlossener Kunststofffutterkorb gibt das Futter nicht so schnell frei, wie ich es mir gerne vorstelle. Oft hole ich den Korb dann rein und man findet in der Mitte den Propfen an Futter noch vor. Aber ich möchte, dass das Futter den Korb viel schneller verlässt und mehr Aktivität erzeugt. In diesem Fall helfen zusätzliche Löcher im Korb und sie bewirken, dass das Wasser schneller eindringt und das Futter schneller im Korb explodiert. Die Lebendköder, wie zum Beispiel Maden, kommen auch schneller aus dem Korb heraus. Und da nutze ich zwei Werkzeuge. Zum einen ist es eine Lochzange. Mit ihr lassen sich 3,5 mm Löcher herausstanzen. Der Nachteil ist, je nach Härtegrad des Kunststoffs kriegt man mit dem Stanzen eventuell Probleme. Das müsst ihr selbst austesten. Anders das zweite Werkzeug. Es ist ein spitz zulaufendes, eine Art, ich würde mal sagen, Handfräser. Ich kenne leider nicht den Fachbegriff, aber sicher kennt jemand die Bezeichnung und schreibt es unten in die Kommentarleiste. Danke schon mal vorab. Mit diesem Teil lassen sich unterschiedliche Bohrungen herstellen. Das Futter verlässt nun viel früher den Korb und du hast individuell deinen gewünschten Effekt erzielt. Die drei Helfer, Klebeband, Lochzange sowie, ich sag mal Fräser, ist bestimmt der falsche Begriff, habe ich da für solche Fälle immer in meiner Sitzkiepe parat. Habt ihr noch andere Ideen, wie man am Wasser in der Schnelle das Steigverhalten oder das Freigeben des Futters beeinflussen kann? Wenn ja, so könnt ihr es gerne unten in die Kommentarleiste schreiben. Ich antworte auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich sag mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Filmchen. Euer Mess.